ich die Auffassung habe, dass sich das landeseigene Unternehmen natürlich um die Solarzukunft Vorarlbergs zu bemühen hat und sich dort einzubringen hat. Das ist der Auftrag, auch seitens des Eigentümers sehe ich es für mindestens so wichtig, dass alle Regeln des Wettbewerbs natürlich eingehalten werden müssen. Da gibt es auch klare gesetzliche Regelungen dazu. Wie ich bin Eigentümervertreter für das Land Vorarlberg und gehe davon aus, dass die gesetzlichen Bestimmungen, die Wettbewerbsbestimmungen eingehalten werden. Wenn es hier Vorwürfe in diese Richtung gibt, dann muss man die in allererster Linie klären lassen über die E-Control. Das ist die Regulierungsbehörde für diesen Markt und auch fürs Unternehmen. Die existiert seit über 10 Jahren. Es gab noch nie eine Beanstandung in diese Richtung. Aber wenn sich jemand wirklich benachteiligt fühlt im Sinne des Wettbewerbsrechts, dann ist eine Beschwerde dorthin zu machen. Und dann würde das natürlich auch überprüft werden. Und wenn es so wäre, dann würde das in der Sekunde abgestellt werden. Das wäre eigentlich aus meiner Sicht ebenso klar wie auch die andere Entscheidung, den Markt überhaupt zu bearbeiten. Ich bin für gleiche Bedingungen, auch für gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die Gesetzeslage ist hier eindeutig in dem Zusammenhang. Ich gehe davon aus, sie wird eingehalten. Und wenn jemand das anders sieht, dann muss die E-Control eingeschaltet werden. Diese Behörde ist genau dafür auch geschaffen worden. Und wie gesagt, das ist eine Möglichkeit, die man machen kann. Manche Unterschreiber dieses Briefes haben ja auch darauf hingewiesen, dass sie das möglicherweise tun werden. Das steht auch jedem zu. Wenn sich jemand hier benachteiligt fühlt, dann ist die Möglichkeit vorhanden, eine Beschwerde dort einzubringen. Wie gesagt, persönlich gehe ich davon aus, dass das nicht der Fall ist und die gesetzlichen Bestimmungen eingehalten werden müssen. Bestimmungen heißt, man muss klare Trennungen vornehmen. Das ist auch so im Gesetz fixiert, das sogenannte Unbundling. Also man muss zwischen Netzzugang und zwischen Netz- und Strommarkt selber natürlich trennen im Unternehmen. Das muss man übrigens insgesamt, also nicht nur für den Bereich der Photovoltaik. Das gilt für das gesamte Kerngeschäft oder Energiegeschäft E-Werke. Die Regelungen sind glasklar und müssen selbstverständlich eingehalten werden. Der Vorstandsdirektor hat darauf hingewiesen, dass das im Unternehmen auch so gemacht wird. Andere Hinweise habe ich jetzt einmal persönlich keine am Tisch liegen. Sollten welche da sein, werden sie natürlich überprüft. Aber wie gesagt, man muss sich an die E-Control wenden. Dann wäre das auch sehr schnell klarzustellen, was da los ist. Und es sind auch zwei verschiedene Dinge. Weil die eine Frage ist, sollen wir überhaupt als E-Werke VKW uns um die Solarzukunft bemühen? Eindeutiges Ja dazu, eindeutiger Auftrag dazu. Und das Zweite ist selbstverständlich kein unlauterer Wettbewerb. Ich meine, mit unlauterem Wettbewerb hat ein landeseigenes Unternehmen nichts zu tun zu haben. Und ich lege auch Wert darauf, dass wir das auch so festhalten.